Hallo Community, hier sind wir wieder von Trader Online Video Julian. Zach. Und ich, der Micha. Ja, wieder mit einer Ultimate Guard Vorstellung, denn es gibt noch die Exclusive Line. Natürlich auch wieder in diesem Video mit Verlosung. Bis gleich. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, tatsächlich haben wir euch schon vergangene Woche noch auch schon ein Ultimate Guard Video vorgestellt. Und zwar gab es die Planeswalker Line. Richtig cool, schaut mal rein entsprechend. Ja. Die ist auch mit Verlosung, vielleicht läuft die Verlosung sogar jetzt gerade noch, wenn ihr das Video seht. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ergänzend gibt es jetzt noch die 2020 Exclusive Line Edition. Die stellen wir euch jetzt mal vor. Ein Artikel, den wir nicht verlosen, weil der doch dann doch zu groß und zu hochwertig ist, das ist hier, okay. Der Backpack ist wieder da. Der richtig coole Ammonit-Rucksack. Jetzt in hier entsprechend die Line, die zeichnet sich ja aus durch diese rote Farbgebung. Ja. Wir haben von dem Rucksack ein Video gemacht, um den mal einzeln vorzustellen. Das verlinken wir euch am Ende des Videos. Also schaut da gerne mal rein, da stellen wir euch den Rucksack in allen Funktionen vor. So, aber jetzt kommen wir wieder zur Verlosung. Wir reichen mal kurz die Artikel einmal durch, ehe wir sie dann ganz vorstellen. Und zwar haben wir hier ein Boulder Deck Case. Yep. 100 plus. Dann haben wir ein Sidewinder Xenoskin. Ja. 80 plus Box. Nochmal in größer. Die Xenoskin 100 plus Box. Mhm. Dann das Digital Life Pad 5 Zoll. Ja, sieht alles schön aus. Ja, ja. Die Planeswalker-Linie war ja blau-schwarz. Und das genau. Und jetzt hier als Farbzuteil nochmal den Super Hive. Ne? Ja, richtig so, dickes den Ding. Den gucken wir uns jetzt gleich auch nochmal genauer an. Aber so, jetzt haben wir wieder 5 Artikel. Ja. Reihenfolge war wie folgt. Ne? Und wir haben gesagt, gut, wir losen mal wieder. 1 bis 4, 7 bis 8 und so weiter. Ja, bis genau. Auf 20 hoch. Du willst würfeln, ich will würfeln. 7 bis 8, ja. 3, 2, 1 und los geht's. 6. 6, also das. Die Box. Okay, genau. So, also ihr nehmt an der Verlosung teil, wenn ihr den Kanal abonniert, das Video liked und kommentiert. Und zu gewinnen gibt es entsprechend diese Sidewinder 80 plus Xenoskin Box. Dann fangen wir doch damit mal direkt an, oder? Okay. Ja, also ist das Pendant zu der Planeswalker-Linie. Mhm. Ja, wie gesagt, schaut gerne nochmal in das andere Video rein, denn da sind ja zum Beispiel auch nochmal Hüllen mit dabei und eine Playmat, die wir jetzt hier in dieser Edition entsprechend nicht dabei haben. Aber auch hier wieder entsprechend in Xenoskin. Ja, schön auch. Hochwertig auch. Hochwertig gearbeitet. Ja. Ihr könnt das ganz rauslegen, präsentieren. Hier könnt ihr das Deck schön rausgreifen. Und wie gewohnt alles schön vernäht. Gute Qualität, schnappt auch direkt zu. Ja. Tippitoppi. Ne? Ich finde auch, dass Schwarz und Rot ziemlich gut zusammenpassen. Ja. Ja. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es was für die Mädels ist oder so. Das stimmt. aber Schwarz-Rot sieht auch ein bisschen gefährlich aus. Ne? Ja. Ja. Das gleiche dann in der 100er-Variante. Ja, sprich einfach ein bisschen größer, da könnt ihr euer Commander-Deck reinpacken. Ne? Ich lasse das mal draußen, dann können wir gleich nochmal in den Hive einstecken. Ne? Also sprechen hier nochmal ein bisschen größer einfach. Mhm. Sieht schick aus, ne? Ja. Ja. Gut. Border Deck Case ist die etwas einfache Variante, aber ist natürlich auch kostengünstiger. So, wie kriegen wir sie auf? Ja? Ja, da. Ja, ja, ja. Gut, alles klar. Klappt. So. Die sieht dann. Ist hier so ein bisschen matt. Fass ihn mal an. Ja, ja, das reicht. Fühlt sich auch gut an. So, und schnappt auch gut ein. Und da können wir das Deck entsprechend auch wieder so präsentieren. Halt, ne? Ja, einfach reinpacken, genau. Und dann so rausnehmen, so zack, zack, zack. Ja. Auch cool. Oder so reinlegen würde auch gehen. Oder einfach wieder zumachen und verstauen. Ne? Zum Beispiel. Klackt auch richtig schwer rein. So. Ja. Hört man. Gehört? Gehört. Ja. Ne? Okay. Gehört. Gut, Live-Pad. So, da kann man einen Spruch überlegen, nicht draufschreiben. Hahaha. Hast du Angst? Ja. Ja? Ja. Ja. Oh. Sowas von. Ja, gut. Okay, so, jetzt hier in Rot. Sieht aber auch echt cool aus. Man darf ja, ja, zumindest ist ja ganz gut, wenn man Farbvarianten hat. Ne? Man darf ja auf Turnieren keine Digital Devices mehr benutzen. Muss ja immer einen anderen Spruch haben, ne? Ah. Julian Magnetic. Und dann kann man halt sagen so, weg ist es, ne? Ja. Alles klar. Gut, so, das zum Live-Pad. So, und jetzt kommt natürlich Megabombe.
ist SmartDrive. Ne? SmartDrive ja, ist so das Flaggschiff, das dickste Ding neben dem Backpack, was man sich von Ultimate Guard so gönnen kann. Der ist ja... Ach, SuperHive, Entschuldigung. SuperHive, nicht SmartDrive. SmartDrive war ja bei der Planeswalker, das ist ja SuperHive. Ne? 550 plus, sagt er schon. Und, so. Dickes Ding auf richtig jeden Fall. Richtig dickes Ding. Oh. So, da ist er. Huiuiui. Da kannst du richtig was drin lassen. Auf jeden Fall. So, und auch hier. So, jetzt ist die Unterseite ist jetzt hier fest. Mhm. Ne? Ja, genau. Hier kannst du deine Decks reinpacken. So. Ja, genau. Das ist hier für die Matte. Genau, das wird für die Spielmatte sein. Und hier hast du wieder ein Behältnis für Würfel. Also da kannst du praktisch ein Hive, um all deine Utensilien zu vereinen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ja. Ist auch cool. Ne, und schnappt auch wieder gut zu. Ach ja, da hatte noch wieder diesen, das ist ja auch neu, dass sie immer diesen Verschluss nochmal haben. Wir bringen euch am Ende des Videos nochmal, jetzt gleich nochmal das offizielle Ankündigungsvideo von Ultimate Guard. Da könnt ihr nochmal richtig drauf abfeiern. Ja. Ne, macht das Ganze nochmal einen Tacken cooler. Schreibt mal in die Kommentare, welche Artikel euch am meisten flashen. Ne? Ja, und, auf jeden Fall. Vielleicht auch mal ganz interessant zu lesen, ob ihr denn mehr für die Planeswalker-Line tickt oder ob ihr sagt, nee, die Exclusive-Line finde ich ja doch irgendwie schicker wegen der Farbgebung. Auch mal interessant. Ja. Schreibt rein, wir sehen uns, lesen uns und viel Spaß mit dem offiziellen Video. Bis dann.